sind Sie soweit? Ich bin so. Galadriel, das macht mich froh. Musikpavillon, nice. Noch schwimmen wir. So. Erstmal reparieren. So, Nähmaschinen produzieren wir auch zu viele, würde ich aber nicht abreißen, weil wir die auch exportieren. Die Frage ist jetzt, wie kriegen wir so ein bisschen Messing in den Griff? Wir haben halt zwei Hütten, weil wir eben auch nur die Minen entsprechend haben. Irgendwo. Hier vermutlich. Hier ist Zink. Und hier ist Zink. Wo ist Kupfer? Hier. Ich glaube, das hole ich auch von hier wahrscheinlich. Ja. Was wir natürlich machen können, ist immer so ein Windrad daran bauen. An eine Mine. Das ist wahrscheinlich die einfachste Lösung. Weil ich nicht weiß, ob es Sinn macht, jetzt einmal zu sagen, ja, ich hole mir einfach. Auf die alte Dame ist Verlass. Irgendwie neue Inseln dazu und eine neue Route und so. Da bin ich wahrscheinlich am Ende auch nicht billiger bei. Achtung, Admiral anwesend. Ja, mit ihrem komischen Flugpostkack hier, was sie immer bei mir runterschmeißt. Soll mal aufhören damit. Ist mir unangenehm. Aha. Admiral auf der Brücke. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ups. So. Wo sind denn... Wo sind denn Segel da? Steuermann? Kann ich? Warte mal. Anno 1701, das müsste man auch nochmal spielen, aber ich weiß gar nicht, ob das noch laufen würde auf meinem Rechner oder ob das überhaupt bis Steam geht, weiß ich gerade gar nicht. Dann habe ich das ja sogar, aber das hat früher auch echt viel Spaß gemacht, das habe ich auch echt viel gespielt. So, jetzt bauen wir hier so ein Windrad hin. So, okay. Kupfer kommt jetzt mehr. Wir könnten dann ja schon mal eine neue Messinghütte bauen. Können wir nicht, weil wir Leute brauchen, ne? Scheiße. Scheißen Dreck, Kacke, Arsch.
Mist, ey. So. Zwei Häuser, das heißt, das reicht für das. Faunaugen, welch seltene Schmetterlingsart. Darf ich mir das mal näher ansehen? Wo ist das? Oh Mann, ich habe noch nicht geguckt, ob ich hier im Inseln besiedeln will. Scheiße. Nee. Seid erfolgreich und werdet eine tragende Stütze. Was sind schon meine Sorgen gegen die... Muss dann mal eben gucken, ob ich, was für Inseln ich hier besiedeln will. Das habe ich noch nicht gemacht, stimmt. Ja. Das habe ich noch nicht gemacht. Guck mal, hier ist eine Aufgabe. Bringt uns dem Traum näher. Wenn wir die Spitze erreichen, wird die Welt folgen. Ist es erledigt? Sie enttäuschen mich nicht. Hausierer. Ja. Den braucht man ja auch. Alles bereit. So, Cap Trelawney. Ist das Schiff jetzt bald mal da? Nein. Ist noch unterwegs. Sieht halt schon geil aus. Ne? Neue Befehle. So. Ihr hallo? Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Das wollte ich nicht. Können wir nochmal aufwerten? Ne, brauchen wir Fenster für, ne? Ja, okay. Pass auf, dann bauen wir einfach noch ein paar. Erstmal. Ein paar Lagerhäuser oder so einfach. Dann können wir ein bisschen was reinpacken. Depot. So. Neue Befehle? Muss erstmal noch nicht schön aussehen. So. Und jetzt nehmen wir mal ein bisschen was mit und gucken uns die Inseln an, die wir hier so besiedeln wollen. Hm, was haben wir denn hier? Hier haben wir Eisen. Hier haben wir Eisen und Kohle, was natürlich für einen Minenstandort quasi oder für einen Schmutzstandort ziemlich nice ist. Ich glaube, die hole ich mir. Gut, dass ich ihr das nicht gelassen habe, dieser gierigen NPC-lerin. Aber die ist halt für so einen Minenstandort mit Eisen und Kohle natürlich ziemlich geil. Und sogar Öl. Die ist echt cool. Da kannst du dann die ganzen Schmutzgegenstände draufbauen, die ganzen Schmutzfabriken. Da haben wir dreimal Zink da unten. Auf der hier. Zweimal Zink sogar. Zink und Kupfer. Gar nichts. Ich habe immer so das Gefühl, so Messing ist wahrscheinlich auch so, wenn man das jetzt nicht unbedingt durch die Speicherstadt vielleicht kauft, echt ein Problem irgendwann, oder? Weiß ich nicht. Macht zumindest so den Anschein, weil ja auch gerade so Brillen und sowas ja auch irgendwas ist, was die
letzte Bevölkerungsstufe dann immer benötigt und haben will, ne? Das heißt, da ist man ja schon dann irgendwie auch drauf angewiesen. So. Hier läuft erstmal alles, würde ich behaupten. Ne? Messing haben wir jetzt auch wieder genug. Nee, wir müssen hier noch die... Oh, das hätte ins Auge gehen können. Wir müssen hier noch das zweite Windrad bauen, stimmt. Jetzt. So, und jetzt gehen wir hier weiter. Nicht schon alles gibt hier, ne, an Material. Das ist so viel. Crazy. Okay, jetzt ist die Frage, wo bauen wir, wo fangen wir an? Man hat hier halt so viel Platz, ne? Kapelle. Okay. Let's go. Wir nennen das hier jetzt Night City, weil es da später so dunkel sein wird, weil da nur Schmutz auf der Insel sein wird. Versteht ihr? So, da haben wir wirklich jetzt Eisen und... Also hier kommt dann nur die komische Industriekacke hin. Dann wird richtig schmutzig die Insel. So, was wir dann natürlich noch brauchen, ist so Zink und Kupfer. Und natürlich gewisse Felder und Plantagen. Ich würde auf jeden Fall diese nehmen wollen. Weil die dreimal Zink hat. Das ist natürlich schon mal ein nice Start, ne? Also wenn du dann irgendwie sagst, hier, die hast du vielleicht hier irgendwo nebeneinander oder so. Jo, hier. Dann kann man da sogar Strom gut ranballern. Nice. Finde ich geil. Und Eisen ist ja natürlich auch nochmal viermal, was natürlich insane ist. Ist eine Jude-Insel, ne? Kann man mal näher noch sagen. So, und jetzt ist die Frage, wo bauen wir zuerst? Oder wie fangen wir an? Ich würde fast sagen, man fängt in der Mitte irgendwo an. Keine Ahnung. Irgendwie. Hier so. Lass ja einfach rein. Ja? Dann wird halt erstmal nur eine Straße gebaut. Erstmal ein Feldweg über die ganze Map hier. Ne? Irgendwie so? Und dann gucken wir mal, wie wir das jetzt machen. Der Vorteil ist halt, dass man das hier natürlich jetzt mega in Ruhe machen kann, weil die anderen Inseln tragen sich Stand jetzt erstmal von alleine. Das heißt, man gerät nicht immer ins Minus und so. Das ist natürlich ziemlich nice. Weil sonst hast du ja immer, wenn du dir Zeit lässt oder halt immer Stuff kaufst oder so, irgendwelche Deko-Kram zum Beispiel im Game, also Ornamente und so, dann gerätst du ja super schnell ins Minus und dann hast du kein Geld mehr halt, ne? Und das ist halt irgendwie dämlich. Und dann muss man da halt immer drauf aufpassen. Ist halt Kaka. So, was ich jetzt noch machen will, ist, damit wir hier nicht so viel Aluminium irgendwann über haben oder so, einfach das hier nehmen und nach Caprilorni fahren. Das kann man bestimmt später mal gebrauchen da.
Ne? Sehe ich genauso, danke. So. So, Schiff ist da. Wie viel Einfluss habe ich denn noch? 145. So, wie nennen wir das hier? Einen Schritt voraus, was? Weil ich ja gerade Final Fantasy gespielt habe. So, jetzt wollen wir noch Kupfer. Hier hätten wir zweimal und Zement zum Beispiel. Und hier hätten wir viermal Kohle. Ist auch nicht bad, ne? Nö, die gehört uns, oder? Was haben wir denn hier überhaupt für Fruchtbarkeiten? Getreide und Kartoffeln, Trauben, Paprika, Hopfen. Dann haben wir schon alles, ne? Hier wäre Salpeter und Jagdgründe. Vielleicht noch diese hier oder so. Ja, man hat ja das Schiff auch von dem hier. Stimmt. Hieran kannst du dich mal so richtig austoben. Eine Fotografie. Sieh an. Jetzt zeigst du mir dein wahres Gesicht. Wählen Sie eine Erfindung aus, die Sie. Achso, nee. Kann ich nicht mit dem handeln? Konnte man nicht mit dem handeln? Stimmt, man hat hier so ein Bergungsschiff. True. Ja, man kann mit dem handeln. Seiten. Salpeter, Hagestelle, Kautschuk, Glühfäden, Dampfmaschinen, Holz und Stahl. Okay. Kannst du dieser Sache auf den Grund gehen? Nein. Du hast mir hier ein fürchterliches Chaos hinterlassen. So. Du fühlst dich überall zu Hause, was? Genau, wie wäre es jetzt, wenn wir diese noch nehmen? Ist aber nicht so viel Platz drauf. Aber ich habe sonst keine Insel hier mit Fellen. Wäre schon smart, die zu nehmen, ne? So, Zement und... Ah, Zink und Kupfer sind hier auch noch drauf. Ja, okay. Die Minen verbrauchen ja auch keine Ökobilanz. Warte, wie viel? Ja, ein Kupfer mehr. Das heißt, wir haben jetzt 7 und 7, richtig? Ne, 6 und 6. 6 und 6 Kupfer und Zink. Wenn wir die noch mit Strom versorgen, haben wir aber eigentlich echt gut. Gut alles, ne? Das ist ja schon dann geil irgendwie. Du bist wirklich überall zu finden. Neue Befehle? Ist ja schon nice. Okay. Am Anfang können wir ja sowieso erstmal hier auf Capriloni selber bauen und dann. Nach und nach, ne? Alles irgendwie outsourcen. Achso, ne. Fortschrittliche Schnapsproduktion. So. Wollen die jetzt schon? Nee, die haben jetzt direkt noch keine. Nee, es startet wieder quasi komplett bei Null. Okay.